damit sei grüßt meinem Zweckgenummer Hobbits und Engladon zu einem weiteren, zu einem vorletzten Quarantäne-Trash. Ja, gleich mal unter Controls gehen. Wir spielen heute in Grimtale Island. Das ist also dieses Grimtale, von dem alle reden. Ja, Controls, ja gut, können wir die Musik irgendwie leiser stellen? Das ist die Controls-Menü, können wir, ja, wir können nichts Einstellungen vornehmen und so weiter. Das ist ja super. Das fängt ja schon super an. Na dann. So, WASD, Spacebar. Ja, okay, das ist die normale Steuerung. Dann spielen wir mal ein Game. Na dann, los geht's. Das Spiel hat eine Modi geschenkt auf Steam. War wohl nicht sonderlich teuer. So wie das hier aussieht. Ich weiß es nicht, aber ja. Es sieht ja schon wundervoll aus. Volt-Temp. Die Welttemperatur steigt immer wieder an und wir laufen hier erstmal durchs Feld. So können wir sprinten. Wir sind hier First Person. First Person Perspektive. Ah, sehr schön. Da vorne ist ein Hof. Können wir mal drauf gehen. Hallöchen. Ein zerschrottetes. Oh, Zombies. Ich weiß noch nicht mal, wie man angreift. Deshalb haue ich lieber ab. Rein ins Haus. Nummer F. Ein Apfel. Ein Apple. Nein, sie kommen doch hier rein. Jetzt regnet es im Haus. Na, sehr gut. Können wir den Apfel braten oder so? Wenn wir Patronen lösen. Hier ist wahrscheinlich Heilung oder so. Ich höre sie doch schon kommen. Sie kommen hier rein. Gut, kann ich mir hier was mitnehmen? Alles einfach ins Inventar stecken. Ein bisschen Geld. In der Wasserflasche. Erstmal ein bisschen looten. Stehen wahrscheinlich schon direkt vor der Tür hier. Aber so ist. Nee, reingekommen sind sie noch nicht. Okay, dann loot ich. Boah, ist das wirklich hier? Dann loot ich erstmal. In Ruhe. Die Geräusche sind ziemlich nah, aber scheinbar sind sie noch draußen. Och, mir wird ja schwindelig hier. Das ist ja hier. Jedes Mal, wenn ich mich bewege, hier verschwimmt das Bild. Ach du Kacke. Die lauen mir draußen auf. Kann ich irgendwie das Hinterzimmer Hintertür verschwinden? Hier ist ein Kühlschrank. Oh meine Fresse. Mir wird gleich schlecht hier. Ja, wo sind sie denn, die Monster? Stock. Können wir uns mit dem Stock verteidigen? Ich habe keine Ahnung, wie wir uns hier. Da kommen sie, die Monster. Ich bin hier im nächsten Haus drin. Sammle Zeugs ein. Ich würde mich auch mal gern verteidigen. Muss mir nochmal die Controls angucken. Wir haben ja Munition eingesammelt. Das heißt, Controls, Interact. Puh, mir ist schwindelig. Aim, Shoots, Left Mouse. Okay, mit der Maustaste.
Nee, können wir nicht. Funktioniert eben nicht. Controls. Swim down and act aim right mouse. Shoot melee lift. Left mouse open inventory E. Okay, Inventar ist auf E. Das hilft uns doch erstmal weiter. Oder auch nicht. Mit den Maustasten können wir angeblich schießen. Aha, jetzt regnet es hier draußen. Wo sind sie denn, die Monster? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Na komm. Okay, schießen funktioniert noch nicht. Brauche erstmal eine Waffe, wie es ausschaut. Wo kriege ich eine Waffe her? Ist sehr interessant. Die Zombies sind wohl alle abgehauen oder was? Vielleicht kriege ich hier irgendwo eine Waffe. Oh Gott, ist das wackelig hier. Kotzt mal hier in die Kommentare, wenn er wenn euch auch so schwindelig ist wie mir. Ja, können wir jetzt irgendwann mal eine Waffe bekommen und mal schießen? Banane. Die essen wir einfach, oder was? Die Bananen. Irgendwo eine Pistole oder so, die wir benutzen können. Oh Gott. Das ruckelt hier. Also ruckeln ist mittlerweile, das ist eine Untertreibung. Das ist... Wenn ich mich hier so ein bisschen bewege, dann seht ihr hier gar nichts mehr von. Es verwischt alles, das ist komplett. Nur ein bisschen die Maus bewegen, schon verwischt das Spiel hier. Meine Fresse. Ja. Hier ist ein Grasbüschel in der Wand. Sauber animiert. Ja. Abgesehen davon tun mir die Zombies nichts. Ja, irgendwo eine Waffe. Ich habe Stöcke. Ja, gut. Wir haben da rechts unten so ein Atom-Symbol. Gibt es hier irgendwo ein Kraftwerk, wo wir uns radioaktiv verseuchen können? Oder wie sieht das hier aus? Waffen kriegen wir hier offensichtlich keine. Versuchen wir dann den Berg hoch zu gehen. Einfach mal aus dem Dorf rauszukommen. Okay. Auf dem Pfad bleiben. Das ist übrigens Sprint hier. Das ist normales Laufen, das ist Sprint. Die Grashalme sind auch sehr authentisch hier. Sehr gut animiert. Das ist jetzt, das sieht ja hier alles. Auch der Regen auf dem Boden und so weiter, die Texturen hier, das ist ja alles, ja, ultra realistisch. Da haben die Spieleentwickler sehr viel Zeit reingesteckt. Da haben sie hier sich wirklich alle Mühe gegeben, um das Beste aus dem Spiel rauszuholen. Und jede Grafik hier auch einzeln zu animieren und hier wirklich sehr gut für sehr gute Grafiken zu sorgen. Ist ja hier ultimativ. Der verregnete, rutschige Boden hier. Indem sich so ein bisschen die Bäume spiegeln und so weiter. Ja, sehr hübsch gelungen, oder? Haben sie toll gemacht. Die
hier ist Nachtbüro, das dunkle Haus. Ja gut. Ja, wir finden hier ständig Munition, aber wir haben keine Waffe. Das Inventar hilft mir auch nicht mehr weiter. Das ist jetzt hier. Kann man jetzt mal gucken. Da steht drum, dass wir hier Wood haben. Metal. Bucket, Red Pills. Alle 5 roten Pillen geschluckt. Mal schauen, wo wir jetzt landen. Drink water. Eat bananas. Ja. Craft fire. Base building. Ah, okay. Craft clothes. Use medikit. Damit welche, was ist? Ja, hier haben wir Handgun Max und Rifle Bullets. Wir haben noch keine Rifle. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt hier passiert? Ist Nacht geworden oder was? Sieht ja sehr hübsch aus. In der Nacht. Alles wirft ein bisschen Schatten. Eine Banane aufnehmen. Man muss auch erstmal mit dem Mauszeiger drauf. Direkt drauf auf das Ding, um das zu sammeln. Hier die Tür, die wirft sehr hübschen Schatten. Die Treppe auch. Zweiter Stock. Das sieht ja alles sehr schön aus. Hübscher Ausblick aus dem Fenster. Ja. Meine Augen tun ein bisschen weh. Rauch. Es ist so ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen Augenschmerzen. Es ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber von der Grafik des Spiels kann es ja nicht sein. Die ist ja wundervoll. Ist ja sehr schön gemacht. Achtung, Augenkrebs. Können wir noch ein bisschen im Fluss. Können wir zum Fluss ertränken. Das wäre es vielleicht noch. Das wäre noch was, was wir tun könnten. Ansonsten würde ich dort auf den Berg klettern. Hier hört das Gras übrigens auf. Hier ist einfach. Ja. Aber den Fluss. Hüpf. Hüpf. Sind wir schwerelos oder was ist los? Aha. Wir können. Ihm was. Wir sind scheinbar groß genug. Wir sind scheinbar 3,50 Meter groß. Wir können jetzt hier mitten durchs Wasser laufen, ohne dass wir irgendwie durch den breiten Fluss könnten wir jetzt einfach durchlaufen. Ja. Wir sind ein Riese. Ich stelle fest, wir sind ein Riese. So, auf den Berg steigen. Wunderhübsch. Ach, da kommen wir gar nicht hoch hier. Sehr schön. Doch die Textur des Berges hier wirklich faszinierend. Mal schauen, wie weit ich hier hochkomme. Eine wundervolle Aussicht von hier oben. Aber was denn? Hier sehen wir die ganze Landschaft. Wir hier mal um uns schwenken. Und noch ein bisschen Wüste. Das war's hier schon. Ja gut. Hier wieder runter. Versuchen wir ein bisschen im Meer zu schwimmen. Hier sind Steine. Oh, sind jetzt im Wasser. Sehr schön. Okay, jetzt können wir wieder übers Wasser gehen.
schwimmen jetzt mal raus. Wir sind ja groß genug, dass wir nicht untergehen. Wolkstemperatur 20. Aha. Es schneit gerade. Wir haben 20 Grad. Na super. Wie das physikalisch möglich ist. Ich weiß ja nicht. Gut, na dann. Steuere mal wieder aufs Ufer zu. Ja, die Wasseranimation hier ist ja auch wirklich sehr hübsch. Beeindruckend. Ja, die Sprungtaste gedrückt. Weiß nicht, ob wir je wieder zurück an Land kommen. Scheint irgendwie nicht wirklich näher zu kommen. Hab nicht das Gefühl, dass wir näher an Land kommen. Ah doch, ein bisschen. Da sind wir nicht da. Doch, da sind wir. Na komm, an den Strand mit dir. Bisschen über die Felsen hüpfen. Ja, großartig. Ein bisschen Landerkundung. Sprecht durch den Zaun. Okay, sehr gut, durch den Zaun können wir nicht durch. Hier scheint so was wie eine Anlage zu sein. Vielleicht können wir da irgendwie rein. Ja, wo sind wir hier gelandet? Ich glaube, wir haben einen Zaun lang. Das scheinen hier große Klötze zu sein. Eine Energieanlage oder so. Ist das hier schon der Reaktor vom Atomkraftwerk oder was ist jetzt hier los? Ich habe da gerade schon einen Zombie ächzen gehört. Hier ist abgesperrt, kommen wir da irgendwie. Da hinten kommen wir durch. Ja gut, ich schaue da glaube ich noch mal ganz kurz rein. Das ist nicht allzu lange dauert. Ansonsten sage ich schon mal, dass mich noch oben sich gefallen haben. Lassen aber damit neu seid und das letzte Quarantäne-Trash-Mong nicht verpassen wollt und dann das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Bis dahin. Ja. Jetzt sind wir hier wohl auf dem Energiegelände. Kraftwerk. Hier haben wir wieder Gras im Haus. Sehr hübsch. Die Räume innen drin auch wieder herrlich. Haben wir einen Zombie. Und die Räume auch immer wieder Augenkrebs fördernd. Wir haben so eine Heli aufgestellt. E zu Enter auch bitte nicht. Jetzt können wir Heli fliegen. Nein, das kann ja nicht gut enden. Oh Gott. Oh nein. Abgestürzt. Na, sehr gut. Sind am Boden drin. You have died. Ja.
Na dann, ich hab's schon gesagt, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren und ja, Kommentare schreiben. Na dann habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und ja, lasst euch nicht klein kriegen, bleibt gesund und wir sehen uns morgen beim nächsten Quarantäne-Trash und ja, erholt euch von dem Augenkrebs und hört auf zu kotzen. Ja. Hat ein bisschen, war jetzt ein bisschen unterhalb der Kotzgrenze. Ja, habt ihr noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.